Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch ein wunderschönes Jerseykleid nähen. Darin seht ihr an Weihnachten, aber auch zu anderen festlichen Anlässen oder auch im Alltag einfach traumhaft aus. Das Besondere daran ist der elegante Ausschnitt mit raffinierter Knotenoptik. Ich werde euch Schritt für Schritt genau zeigen, wie er genäht wird, aber zuvor abonniert noch meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um immer sofort zu erfahren, wenn es hier ein neues Nähvideo gibt. Also bleibt dran, bis gleich! Unser Schnittmuster für das Jerseykleid umfasst zahlreiche Größen. Ihr findet es hier unter diesem Link. Der elegante Ausschnitt in Knoten- bzw. Wickeloptik macht ein wunderschönes Dekolleté. Darunter ist das Kleid leicht ausgestellt und hat am Vorderrock eine leichte Kräuselung, die den Bauch- und Hüftbereich charmant umspielt. Am besten kommt das Kleid aus fließend fallenden Viskose-, Modal- oder Polyester-Jerseys zur Geltung. Ich habe mich hier für einen bedruckten Viskose-Jersey entschieden und die Schnittteile schon einmal vorbereitet. Wir benötigen ein rechtes und ein linkes Vorderteil, ein Rückenteil, den Ausschnittstreifen, den rechten und linken Ärmel sowie den Vorder- und Hinterrock, welche beide im Bruch zugeschnitten werden. Bitte denkt daran, alle Knipsmarkierungen von den Schnittteilen mit kleinen, etwa 3 mm tiefen Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese helfen dann später beim Zusammennähen. Damit ihr die Arbeitsschritte für die Verknotung gut nachvollziehen könnt, habe ich hier bei meinen Vorderteilen auf die linke Stoffseite in diesem Bereich etwas Bügeleinlage aufgebügelt und die Knipse angezeichnet. Der rote Knips steht jeweils für die vordere Mitte. Und nun beginnen wir und nähen als erstes die beiden Vorderteile an das Rückenteil. Dafür habe ich diese bereits rechts auf rechts an den Schultern zusammengesteckt und nähe die Nähte jetzt mit der Overlockmaschine. Beide Schulternähte sind geschlossen und ich habe das Oberteil aufgeklappt, um als nächstes den Ausschnittstreifen rechts auf rechts anhand der Knipse an die Ausschnittkante zu stecken. Dieser Knips trifft auf die Schulternaht. Wenn alles festgesteckt ist, wird der Streifen mit der Overlock angenäht. Damit die schräge Ausschnittkante beim Nähen nicht ausgedehnt wird, empfehle ich euch, an der Overlockmaschine das Differential etwas zu erhöhen. Wenn der Streifen angenäht ist, legen wir die offene Kante um die Nahtzugabe herum und klappen diese nach innen, sodass die Naht außen nicht sichtbar ist und stecken den Streifen auf diese Weise rundherum an der Ausschnittkante fest. Thank you.
Wenn alles fixiert ist, nähen wir den Streifen mit der Nähmaschine und einem Geradstich knappkantig auf der Innenseite an. Setz zum Nähen eine Jersey-Nähnadel ein und versuch den Stoff möglichst nicht zu dehnen. Und so sieht die versäuberte Ausschnittkante aus. Wenn sie etwas wellig geworden ist, könnt ihr dies mit Bügeln und Dampf beheben. Für den nächsten Arbeitsschritt habe ich das Oberteil aufgeklappt. Jetzt werden die beiden Vorderteile in diesem Bereich links auf links gefaltet, sodass diese drei Knipse jeweils genau aufeinander liegen. Dann stecke ich sie mit Klammern zusammen. Wenn auch das zweite Vorderteil gesteckt ist, können wir diese Strecken mit der Nähmaschine und 0,5 cm Nahtzugabe fixieren. Lasst euch jetzt nicht davon irritieren, dass diese Bereiche leicht verdreht sind. Diese Naht ist eine Hilfsnaht und später nicht sichtbar. Wichtig ist, dass ihr sie am Nahtende hier am Knips gut verriegelt. Und so sehen die Vorderteile jetzt aus. Als nächstes machen wir die Verschlingung. Dieses Vorderteil ist der Übertritt. Hier lege ich den zusammengenähten Bereich nach oben. Dieses Vorderteil ist der Untertritt. Hier nehme ich die zusammengenähte Strecke und lege sie auf den Übertritt anhand der Knipse an und stecke sie fest. Dann nehme ich den zusammengenähten Bereich des Übertritts, lege ihn auf den Untertritt und stecke ihn auch hier anhand der Knipse fest. Diese beiden Strecken fixieren wir jetzt wieder mit der Nähmaschine. Hier am vorderen Mitteknips bleiben etwa 4 cm offen. Ich nähe jetzt wieder genau bis zum Knips und verriegle das Nahtende. Im
Bereich der Öffnung lege ich mir den Stoff nochmal glatt hin, damit ich auch wirklich nur diese drei Lagen nähe. Und auch hier verriegle ich wieder die Naht, bevor ich weiter nähe. So sieht das verschlungene Vorderteil nun aus. Diese beiden Zipfel sind noch offen und werden dann später fixiert. Als nächstes bereiten wir den Vorderrock vor. Hier kommt zwischen diese beiden Knipse eine Kräuselung. Dafür habe ich bereits zwei Geradstichnähte mit maximaler Stichlänge im Abstand von 3 und 5 mm zur Kante genäht und am Anfang sowie am Ende jeweils lange Fäden stehen lassen. Diese werden auf der einen Seite verknotet und auf der anderen Seite festgehalten und der Stoff auf 8 cm eingekräuselt. Das habe ich hier bereits gemacht und die Fäden verknotet, um die Kräuselung zu fixieren. Wenn ihr das nochmal ganz genau im Detail sehen wollt, schaut euch gerne unser Nähvideo dazu an. Damit ihr die nächsten Arbeitsschritte gut nachvollziehen könnt, habe ich im Bereich der Kräuselung auf die linke Stoffseite etwas Einlage aufgebügelt und hier die vordere Mitte sowie rechts und links daneben im Abstand von 2 cm die Knipse angezeichnet. Den gekräuselten Vorderrock legen wir jetzt rechts auf das Oberteil, wobei die drei mittigen Knipse aufeinandertreffen und stecken beide Teile zusammen. Jetzt wende ich das Teil, sodass der Rock unten liegt. Achtet hier in der Mitte darauf, dass die beiden Zipfel offen liegen. Und dann nähen wir die erste Strecke bis zu diesem Punkt, setzen dort wieder an und nähen weiter. An dieser Stelle beende ich die Naht und verriegle sie. Dann lege ich mir nochmal alles zurecht, ziehe den Zipfel zur Seite und nähe weiter.
Und so sieht diese Hilfsnaht jetzt aus. Hier im mittleren Bereich ist der Untertritt am gekräuselten Rockteil angenäht und hat hier diesen losen Zipfel. Darunter liegt der Übertritt. Der ist in dem mittleren Bereich offen und hat auch hier diesen losen Zipfel. Jetzt nehme ich genau diesen Zipfel, ziehe ihn über den Zipfel vom Untertritt und lege ihn mit der versäuberten Kante an diesem Knips an. Er ist genau dort, wo die Kräuselung des Rockteils beginnt, beziehungsweise 4 cm von der vorderen Mitte entfernt. Ich ziehe mir hier noch mehr Stoff von dem Zipfel an die Kante heran, sodass ich bis fast an die vordere Mitte herankomme und stecke hier eine weitere Nadel. Diese Strecke wird jetzt mit der Nähmaschine fixiert. Und so sieht diese Naht jetzt bei mir aus. Wichtig bei dieser kniffligen Stelle ist, dass sie etwa 3 bis 4 cm von dem Zipfel festnäht, also so nah wie möglich an die vordere Mitte herankommt. Und achtet auch darauf, dass ihr von dem darunterliegenden Stoff nichts versehentlich mit annäht. Jetzt nehme ich den noch offenen Zipfel vom Untertritt, ziehe ihn über den Übertritt und lege auch hier die versäuberte Kante an diesem Knips an, der genau dort ist, wo die Kräuselung des Rockteils beginnt. Ich stecke eine Nadel. Und ziehe noch mehr Stoff an die Kante heran, um möglichst nah an den Knips für die vordere Mitte zu kommen. Stecke eine weitere Nadel. Und jetzt wird auch diese Strecke fixiert. Zieht den darunterliegenden Stoff wieder schön zur Seite, damit ihr wirklich nur den Zipfel annäht. Und somit ist jetzt alles fixiert und wir können uns mal anschauen, wie der Knoten von rechts aussieht. Über- und Untertritt überlappen sich leicht. Und hier in der Mitte haben wir aufgrund der Verschlingung eine kleine Öffnung, an der die Stoffkanten noch offen sind. Nun können wir die Naht noch einmal komplett mit der Overlock nähen, um sie auch gleichzeitig zu versäubern. Wenn das getan ist, drehen wir das Kleid um und legen die Wickelteile an den Seiten so auseinander, dass der mittige Knips auf die Naht trifft und fixieren sie jeweils mit einer Hilfsnaht. Das Ganze sieht so aus. Als nächstes sind die Ärmel an der Reihe. Diese werden anhand der Knipse rechts auf rechts an die Armlöcher gesteckt. Mit den zwei nebeneinander liegenden Knipsen könnt ihr den rechten und linken Ärmel jeweils dem richtigen Armloch zuordnen.
Wenn beide Ärmel festgesteckt sind, nähen wir sie mit der Overlock an. So sieht unser Kleid mit angenähten Ärmeln aus. Und bevor wir als nächstes die Seitennähte schließen können, müssen wir noch das rückwärtige Rockteil an das Rückenteil annähen. Das habe ich hier schon einmal gemacht. So können wir nun die seitlichen Kanten anhand der Knipse zusammenstecken. Hier treffen die Armlochnähte aufeinander. Der Knips am Rückenteil trifft auf die Naht am Vorderteil. Und diese Naht trifft auf die untere Kante des Wickelteils. Wenn alles auf beiden Seiten festgesteckt ist, nähen wir sie zusammen. Wenn beide Seitennähte geschlossen sind, fehlen nur noch die Säume. Dafür habe ich die Saumkante am Rock sowie an den Ärmeln jeweils 2 cm umgebügelt und mit Nadeln festgesteckt. Zum Annähen könnt ihr entweder die Nähmaschine verwenden mit einer Zickzacknaht oder ihr nutzt eine Zwillingsnadel. Wenn ihr dies genauer sehen wollt, dann klickt euch rüber in dieses Nähvideo. Oder aber ihr verwendet eine Covernaht, so habe ich es jetzt hier gemacht. Und fertig ist unser Jersey-Kleid. Ich hoffe, ihr hattet zwischendurch keinen Knoten im Kopf, aber dafür einen wunderschönen geknoteten Ausschnitt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und freue mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also dann tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.